Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Hofer Stadtrats am Montag im Festsaal der Freiheitshalle. Wir haben die Haushaltsplanberatungen fortgesetzt, Beschlüsse gefasst, zum Beispiel zum Thema City- und Stadtumbaumanagement, und es gab aktuelle Informationen zu den Corona-Impfungen und Testungen. Ab heute gibt es auch bei uns im Impfzentrum den AstraZeneca-Impfstoff. Der ist ja zugelassen hier in Deutschland für Personen unter 65. Das heißt, aus dieser erstpriorisierten Gruppe kommen jetzt die Mitarbeitenden von Arztpraxen dran und auch von den ambulanten Pflegediensten. Beide haben schon sehr lange darauf gewartet als Beschäftigte des Gesundheitswesens. Das wird jetzt losgehen, weil dieser Impfstoff ja auch für die 80-Jährigen überhaupt nicht zugelassen ist. Das City- und Stadtumbaumanagement, mit dem wir uns schon lang befasst haben und das wir uns auch lang für die Stadt Hof gewünscht haben, das ist jetzt vergeben worden, und zwar an die Firma Stadt und Handel, die jetzt im Frühling mit der Arbeit anfangen will. Und schließlich noch ein uriges Hofer Originalthema, die Frage nach dem Bild, mit dem wir ins Jubiläum 150 Jahre Hofer Werchtlamont gehen. Der Entwurf, der der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist, war ja sehr umstritten, dass es da Kritik gibt. Damit konnte man schon rechnen, aber sie war sehr groß, und deswegen heißt es jetzt Back to the Roots. Hof wird wieder etwas retro, und wir lassen die alten Entwürfe, die es gab, das ursprüngliche Bild des Hofer Werchtlamonts, das wir von dem Aufkleber her kennen, jetzt nochmal ein bisschen bearbeiten, dass das auch ein richtiges Jubiläumsbild wird, und wollen dann nochmal einen gründlichen Abstimmungsprozess machen, in den natürlich auch die Hofer Werchtlamänner mit eingebunden werden sollen. Die sind ja eigentlich die Hauptpersonen und nicht etwa der Aufkleber. Und am Dienstag, am 16. Februar, gibt es auch nochmal eine Sitzung dann des Marketing- und Wirtschaftsbeirats, und der wird dann alle Reaktionen und Votings und Vorschläge aufnehmen und anschauen, nochmal darüber beraten, und dann haben wir eine Entscheidung, die hoffentlich von einer größeren Mehrheit mitgetragen wird.